Guten Tag und herzlich willkommen zum Brownback Lunch im Literaturhaus Berlin. Es ist schön, Sie alle hier im Saal sitzen zu sehen und auch zu Hause im Livestream, denn auch diese Veranstaltung wird live gestreamt. Ich freue mich sehr, dass wir heute diesen wunderbaren Band Franz Kafka, die Zeichnung, herausgegeben von Andreas Kilcher vorstellen können hier im Literaturhaus. Und natürlich, dass Andreas Kilcher heute hier ist, um selber über diesen Band zu sprechen, zusammen mit dem Journalisten Andreas Platthaus. Ich freue mich sehr, dass Sie beide heute hier sind. Weil wir nur eine gute Stunde haben, gebe ich sofort das Wort weiter an Sie, denn es soll heute und jetzt um diesen Band gehen. Viel Spaß, eine schöne Veranstaltung. Auch von unserer Seite ein ganz herzliches Willkommen an Sie. Und weil wir tatsächlich nur relativ wenig Zeit für ein relativ bedeutendes, um nicht zu sagen sehr bedeutendes Buch haben, möchte ich nur ganz kurz mich daran erinnern, wie ich zum ersten Mal davon hörte, dass ein Buch über Kafkas Zeichnungen erscheinen sollte. Ich bekam eine Ankündigung vom Verlag C.H. Beck und ich gebe zu, ich habe erstmal den Text dazu gar nicht gelesen. Und ich dachte, Zeichnungen von Kafka, ein eigenes Buch, da gibt's doch so gut wie nichts. Wir kennen von den alten Taschenbuchausgaben die berühmten in Tusche ausgeführten Männchenzeichnungen von ihm. Man kannte aus einigen natürlich Kafka-Biografien oder sonstigen Bänden über ihn kleinere Zeichnungsversuche. Aber ich habe dann einfach mal so für mich rekapituliert, wie viel kenne ich denn, und dachte, okay, das wird eher eine Broschüre werden. Das wäre so ein kleines Heft der Friedenauer Presse oder sowas in der Richtung. Und dann las ich die Seitenzahl. Circa 300 war, glaube ich, in der Ankündigung noch die Rede. Es ist noch ein bisschen mehr geworden. Und dann las ich die Geschichte dahinter und war schon gefesselt, bevor das Buch überhaupt kam. Und das, was ich schon mal vorwegnehmen will, ist, das Gefesseltsein hat sich danach noch einmal verstärkt. Ich glaube nicht, dass ich so schnell von diesem Band wieder loskommen werde. Aber was dahinter für eine Geschichte steckt und warum wir die Zahl der von Kafka überlieferten Zeichnungen in diesem Band plötzlich, ich würde mal sagen, ungefähr verdreifacht bis vervierfacht sehen, das muss uns Andreas Kilcher erzählen, denn das ist derjenige, der am besten darüber Bescheid weiß als Herausgeber und Autor dieses Bandes. Das heißt, ich steige ein mit der Frage, wieso wir plötzlich so viele Zeichnungen haben. Wo waren die? Wo waren die? Warum sehe ich die erst jetzt? Genau. Tatsächlich ist es so, dass die Zeichnungen, die wir jetzt zeigen können, über Jahrzehnte hinweg in einem Banksafe, ich würde mal sagen, wie beim 007 an der Zürcher Bahnhofstraße. Wo sonst? Genau, gelegen haben in vier Banksafes der UBS, früher Schweizerischer Bankverein, wo sie deshalb auch so lange unberührt und ungesehen und man kann fast sagen von der Öffentlichkeit ferngehalten, auch von der wissenschaftlichen Öffentlichkeit ferngehalten lagen, weil sie in einem komplizierten Besitzverhältnis standen. Sie waren nämlich von Brod schon zu seinen Lebzeiten seiner Sekretärin übermacht, geschenkt als Schenkung zu Lebzeiten, dann nochmals bei seinem Tod 1968 im Testament, ebenfalls ihr vermacht. Und deshalb waren die Besitzverhältnisse nicht mehr klar, wem gehören die. Übrigens natürlich auch die anderen Teile von Kafkas Werk, die in seinem Besitz waren und in Zürich lagen, auch die waren ihr schon überantwortet, aber die Texte, die Manuskripte, die wurden ediert in der kritischen Kafka-Ausgabe, nicht aber die Zeichnungen. Die blieben stets zurückgehalten und faktisch kennen wir eigentlich nur das, was Brod bis zu seinem Tod quasi so stückchenweise als Proben in seinen Publikationen zu Kafka beigegeben hat. Er hat die Öffentlichkeit so neugierig gemacht, aber wir kennen eben den Großteil erst jetzt. Und ich meine, ich könnte natürlich jetzt sehr lange ausführen. Ich weiß nicht, in welche Richtung Sie weiter bohren wollen, aber erstmal vielleicht so viel. Die erste Bohrung wäre, warum hat er das so lange zurückgehalten? Sie sagen völlig zu Recht, Brod und dann später auch die Erben von ihm haben die Manuskripte zugänglich gemacht, teilweise auch verkauft. Es gab Bemühungen, das beschreiben Sie wunderbar in Ihrem Text dazu, auch die Zeichnungen zu edieren, denn einigen Leuten war bekannt, dass es da was gibt. Es wusste nur niemand genau, was es war, weil es eben alles in Brods Besitz war. Wo kann das Interesse bei ihm gelegen haben? War das eine Missachtung des Zeichners Kafka? Ja, das ist eine gute Frage. Also vielleicht zur Erklärung, in den 50er Jahren gab es zumindest zwei sehr ernsthafte, später noch ein Versuch, diese Zeichnungen wirklich zu edieren, weil eben einige Verleger, insbesondere der Fischer Verlag, aber später eben auch der Hansa Verlag, die wurden dann aufmerksam gesagt, okay, lass uns doch was machen.
Brot hat auch an einer Stelle dann wirklich gesagt, ich besitze noch eine ganze Mappe und werde das auch addieren. Und als dann die Möglichkeit sich ergab, hat er sich dagegen entschieden. Und zwar, weil sich auf der einen Seite eben die Besitzverhältnisse nicht mehr klar gestalteten, weil er gar nicht mehr darüber verfügen konnte, aber auch, weil inzwischen ziemlich starke Kritik an seinem Umgang mit Kafkas Texten auch mehr und mehr publik wurde. Auf der einen Seite seine Kafka-Deutung, die sehr ins Religiöse zielte, wurde mehr und mehr kritisiert, auch von bedeutenden Namen, Intellektuellen wie nach Benjamin lange vorher, dann Hannah Arendt, die Tagebücher ediert hat im Englischen und dann sich sehr kritisch mit Brot auseinandergesetzt hat. Aber auch seine Art und Weise eben des Edierens, weil er die Texte Kafkas zwar natürlich im Grunde gerettet hat, aber hat sie auch sehr stark bearbeitet. Er hat Ganzheit hergestellt, wo es keine gab. Er hat Einzeltexte sogar so wie eine Art collagenartig zusammengefügt. Also gerade der Band beim Bau der chinesischen Mauer, der ist schon nicht ganz unproblematisch, was er da alles gemacht hat mit diesen Texten. Man kann sagen, das war irgendwie Brots Kafka, der am Schluss dastand. Und das wurde mehr und mehr kritisiert. Und das hat er auch in der Korrespondenz mit dem Fischer Verlag deutlich gemacht, dass er ja im Grunde fast schon beleidigt war, wie man ihn kritisiert dafür, wie er mit Kafka umgegangen ist. Nun sollten wir allmählich etwas zeigen, glaube ich. Denn dieses Buch besteht eben zu mehr als der Hälfte aus Abbildungen. Und hier haben wir schon ein wunderbares Beispiel, wobei man erstmal sagen muss, wann Kafka gezeichnet hat. Denn man kann zwar sagen, er hat sein ganzes Leben gemacht, aber es gibt einen ganz klaren Schwerpunkt. Genau. Was wir hier sehen, sind so genau diese Anfänge. Man kann sagen, der Großteil der Zeichnungen, obwohl sie sich nie oder nur zum Teil exakt datieren lassen, vor allem eben die frühen, die sind entstanden in seiner Studienzeit zwischen ca. 1901 und 1906, 7, wo genau die Grenze liegt, ist nicht so klar zu sagen. Ein interessantes Zeugnis ist dafür auch ein Brief an Felice von Februar 1913, in dem er ihr schreibt, du, ich war mal ein großer Zeichner und diese Zeichnungen haben mehr bedeutet als irgendetwas. Das kann man, glaube ich, schon auch ernst nehmen. Das heißt, 1913 blickt er eigentlich schon zurück, relativ weit zurück auf die Phase, übrigens auch mit einer gewissen Ironie und sagt dann, damit du was zu lachen hast, kann ich dir ein paar Proben mal schicken. Das heißt, es ist frühe Zeit, es ist Studienzeit und das sehen wir zum Beispiel auch hier ganz schön. Das ist ein Vorlesungsmanuskript, ein juristisches, ein Typoskript, wo er so nebenher so es kritzelt mehr. Das ist natürlich vielleicht nicht das, was man jetzt als die große Kunst betrachten will oder verstehen will, sondern es zeigt aber, wie es so anfängt, aus ihm heraus zu zeichnen. Und hier ist das schon ein bisschen interessanter. Das ist Gabriele D'Annunzio, den er übrigens etwas später dann noch sogar persönlich einmal trifft in Brescia, in der Flugschau, genau. Aber diese Skizze hier, das ist ein Porträt quasi von diesem Foto, das natürlich ein berühmtes Foto war, schon um 1900, zeigt, wie er vorgeht, dass er nämlich in keiner Weise etwa, ich sag mal, ein realistisches, naturalistisches Zeichnen übt, sondern er zeigt etwas Charakteristisches. Also hier wird D'Annunzio gestaltet. Und ich finde das schon recht stark und auch charakteristisch für das, was Kafka macht. Vielleicht noch eine letzte Bemerkung dazu. Es war gar nicht so leicht herauszufinden, welchen Träger Kafka hier hatte. Und es dauerte quasi bis fast zu Ende der Drucklegung, bis mir klar war oder bis ich herausfinden konnte, dass das nämlich der erste Katalog des Fischer Verlags ist, den er offensichtlich hatte und wo er die Porträts bezeichnet hat. Es gibt nämlich noch von Schnitzler und von Ellen Key Porträts, auf die Kafka dann gezeichnet hat. Was eben auch zeigt, dass er die Träger, das waren jetzt nicht, ich gehe in den Kunstladen und kaufe mir Zeichnungspapier, sondern kann überall drauf zeichnen.
Was mich daran auch fasziniert hat, waren zwei weitere Aspekte. Zum einen, dass es offenkundig ein Verlagsprospekt war, mit dem er gearbeitet hat. Klar, Kafka war ein begeisterter Leser, hat damals auch schon geschrieben, aber dass seine ersten Versuche im sozusagen lebendigen Porträt neben einigen Sachen, die aus dem familiären Umkreis stammen, Bilder seiner Mutter, ein paar Selbstbildnisse, dass die sich mit Schriftstellern beschäftigen, fand ich erstaunlich. Denn hier sieht man ja, dass er sich in gewisser Weise auch sieht in Charakteristika, ich nenne es eher aus meiner Leidenschaft her auch ein bisschen Karikatur, kommt natürlich von ziemlich ähnlichen Wortstämmen her. Aber man merkt ja, er übt hier in gewisser Weise auf diesem Blatt. Er macht es direkt über dem Kopf. Also man kann sich eigentlich die Konstellation herrlich vorstellen, wie er da saß und sagt, welche Züge muss ich jetzt rauslösen, um eine ähnliche Abbildung zu bekommen, die aber nicht der Versuch ist, ein fotorealistisches Porträt zu machen. Das hat er auch gemacht, wie man beispielsweise bei Bildern der Mutter sehen kann. Aber es kommt sehr viel seltener vor. Mhm. Viel häufiger sind diese ganz spontanen Dinge, wie auch einfach diese, wir würden heute, glaube ich, gerne sagen, Doodles am Rand von Vorlesungsmanuskripten, ganz schnelle Skizzen. Ich weiß nicht, ob es Ihnen so geht wie mir bisweilen beim Telefonieren, macht man irgendwelche so Musterdinge oder so. Das taucht da auch immer wieder auf. Mhm. Und Sie kennen es vielleicht auch noch aus Ihrer Studienzeit. Auch da macht man gern mal so Bildchen oder sowas dran. War das eine Übersprunghandlung oder gibt es ein dezidiertes, dokumentiertes zeichnerisches Interesse, sich auch auszubilden? Ja, es ist eine gute Frage. Ich glaube, ein Punkt ist, dass man mal sich vorstellen muss, dass das Zeichnen sich, ich sag mal, als auch eine essayistische, vorläufige Form erstmal etablieren musste um 1900. Und was Kafka gemacht hat, das sind keine Gemälde, keine fertigen, schon gar nicht farbige Gemälde, wo man sagen kann, okay, hier hat ein Künstler ein Opus, ein Werk vorgelegt. Das hat er auch in seinen Texten ja selten gemacht. Das sind oft auch die Texte fragmentarisch, die Romane sowieso, aber auch einige Prosatexte wie Der Heizer heißt ja sogar im Druck ein Fragment aus dem Anfang des Amerika-Romans. Und so sind die Zeichnungen eben auch. Sie haben vielleicht noch stärker das Unfertige, das Fragmentarische, das Bruchstückhafte. Es wird gar nicht versucht, hier irgendwie ein Werk zu vollenden. Und wenn wir in die Literatur gehen, in die auch die kunsttheoretische Literatur, die Kafka wahrgenommen hat in der Zeit, sieht man auch eben diese Aufwertung des Zeichnens als eigene Kunstform, die nicht nur eben quasi der Entwurf zum Gemälde ist, sondern also das Zeichnen, das eben mit Bleistift, mit Tusche, ganz einfach, schnell auch ausgeführt. Das ist eine eigene Kunstform, die sich etablieren kann. Und einige Namen kann ich hier nennen, die für Kafka wichtig wurden, nämlich Emil Orlik, der ausgehend von der japanischen Kunst das Zeichnen quasi, man muss fast sagen, ästhetisch nobilitiert, aber auch einige andere kunsttheoretische Schriften, die er gelesen hat, die das genauso tun. Und wenn man einen Namen mal reinbringen will, natürlich auch Alfred Kubin, der auch gezeichnet hat. Und selbst seine Druckkunst hat vielfach dieses Hingeworfene, das Unfertige. Bei Kubin fand ich faszinierend, das hatte ich nicht mehr im Kopf, obwohl ich irgendwann mal die Rainer Stach dreibändige Biografie gelesen habe, dass Kafka ihn sogar getroffen hat. Und das war natürlich wirklich auch bemerkenswert, aber das lief über Vermittlung von Max Brod. Und bei ganz vielen von den Dingen, die Sie beschreiben, hat man das Gefühl, dass es eigentlich Brod gewesen ist, der den Zeichner Kafka auch mit Leuten in Kontexte gebracht hat, die ihn dann wieder inspirierten. Genau, das war für mich auch eine faszinierende Erkenntnis, dass Brod eigentlich sogar bevor er den Schriftsteller Kafka versucht hat zu etablieren, hat er den Zeichner Kafka versucht zu etablieren. Und er hat es auch auf eine relativ analoge Weise getan, indem er Kafka mit Künstlern zusammengebracht hat. Und Alfred Kubin gehört dazu, etwas später. Andere waren früher. Ich glaube, hier kommt gleich ein anderes Beispiel. Das ist Max Horb. Oh, macht sie sich selbstständig. Ja. Ein Künstler der sogenannten Gruppe 8, auf Tschechisch Osma, aber sind an sich auch Deutsch 8, es waren deutsche und tschechische Künstler, die überhaupt nicht arriviert waren zu der Zeit. Also jetzt, wir sind im Jahr 1907, 1906, 7, mit denen Brod gegen Kafka bekannt gemacht hat und gesagt, ich habe hier einen ganz großen Zeichner. Das hat Friedrich Feigl dann im Rückblick auch dann noch ganz schön beschrieben.
den ich bei euch einführen will und quasi auch mit zu dieser Gruppe bringen will. Und Kafka hat tatsächlich die meisten diesen Künstler kennengelernt. Hier haben wir eben Max Horb, den kennt man heute eigentlich gar nicht mehr, selbst unter Kunsthistorikern. Er ist sehr früh gestorben an Tuberkulose, war aber bis also 1907, glaube ich, ist er gestorben. Das ist, oder 8, weiß nicht ganz genau, vielleicht weißt du es, Rainer. Ja, ich habe es gar nicht im Kopf. Aber 1907 steht im Buch. 1907, danke, danke für die Hilfe. und hier sieht man, das links ist eine Karikatur von Max Horb, die teilweise in Prager Zeitschriften erschienen sind. Und das hier ist auch ein Briefumschlag eben an Max Horb in Prag. Und das ist nun jetzt eine kleine Schwierigkeit, vor der ich stand. Brod hat diese Zeichnung oder diesen Briefumschlag, der auch auf der anderen Seite Zeichnung hat, abgelegt als Kafkas Zeichnung. Aber wenn man sich hier das anschaut, wie sich diese Karikatur mit dieser oder auch anderen verhält, dann sieht man schon, das spricht eine sehr ähnliche Sprache. Ich würde bei dieser Zeichnung nicht mal die Hand ins Feuer legen, ob das jetzt Kafka ist, nur bei der. Aber es kann durchaus sein, dass es Kafka ist, weil Kafka vieles in die Richtung eben auch gezeichnet hat an Figürchen. Aber man sieht hier, dass zumindest jedenfalls das Umfeld, es könnte aber sogar sein, dass es eben eine Skizze von Horb ist, die Brod als Kafka abgelegt hat. Und wir natürlich, klar, als mit diesem Kaveat bringen. Aber es macht das Umfeld deutlich, in dem Kafka sich bewegt hat. Ein Umfeld, in dem eben das Zeichnen aufgewertet wurde als eigene Kunstform und in dem er ja, sich auch austauscht auf dieser ästhetischen Ebene mit jemandem wie Max Horb. Es gibt noch ein paar andere Künstler, die man heute einfach nicht kennt, die Kafka kannte, auch Bilder sammelte, wie Willy Nowak oder eben Friedrich Feigl, den man vielleicht als einzigen wirklich kennt aus dieser Gruppe. Einen Namen, den ich vermisst habe, jetzt gar nicht, weil ich Anzeichen dafür hätte, dass Kafka ihn gekannt haben muss, vor allem nicht zu dieser Zeit, aber jemand, der sehr eng mit der Familie Brod befreundet war, auch mit den Kindern gespielt hat als Kind, war Walter Trier. Und das ist etwas, was ich verblüffend finde bei einigen Zeichnungen, die hier drin sind. Ich weiß nicht, ob wir die jetzt direkt dabei haben, aber auch von den frühen gibt es eine, die mich unglaublich elektrisierte von der Art, wie es angelegt war. Nämlich eine, das ist wahrscheinlich jetzt sehr schwer zu sehen für Sie, aber es ist ja, diese, ich glaub, da. Die haben Sie, diese wunderbare, mit dieser diese dynamische Person, aber das wäre auch schon nicht schlecht. Wobei, na, ich glaube, ich habe die. Denn da gibt es einen Linienschwung, der Zeit wirklich sowas von in gewisser Weise voraus ist, weil ich überhaupt keine Herkunft für diese Art von Dynamik habe. Die kenne ich aus dem italienischen Futurismus und die kenne ich eben aus bestimmten Zeichnungen von Walter Trier, ganz genau. Ja. Das war für mich ein wirklich verblüffendes, das war schon länger bekannt, aber es ist für mich eine absolut verblüffende Zeichnung, gerade auch, weil sie hier endlich mal 1:1 reproduziert wird. Gibt es da irgendeinen, dann doch einen Kontakt? Ich meine, Trier hat sehr viel über seine Freundschaft mit der Familie Brod später auch erzählt und Max Brod kannte er sehr gut. Kafka taucht, soweit ich mich erinnere, in seinen Erinnerungen nie explizit auf, aber es wäre ja fast schon verblüffend, auch wenn er 7 Jahre jünger war, dass die sich, wenn sie sich beide für Kunst interessiert haben und gleichzeitig in Prag gelebt haben, nie irgendwie was voneinander gehört hätten. Also ich kann nur sagen, unmittelbare Spuren bei Kafka habe ich nicht gefunden, auch bei Brod habe ich den Namen nicht gefunden in dem Umfeld. Ich will es aber überhaupt nicht ausschließen. Ich bin sicher, dass wir jetzt diesen Kosmos Kafka und Brod in dieser frühen Zeit, Studenten, die sich sehr für Kunst, für bildende Kunst interessieren, eben vielleicht noch gleichzeitig oder früher als für Literatur, da gibt es sicher auch eine Reihe von Namen, die jetzt hier noch nicht genannt sind und die eine Rolle spielen. Also bei Trier könnte ich mir das durchaus vorstellen, aber ich hatte einfach keine Evidenzen dafür. Mhm. Aber ich meine, dieses Blatt ist natürlich auch besonders interessant, weil es eben charakteristisch ist für etwas, was ich glaube, Kafka eben zusprechen würde, wo man wirklich sieht, dass das ist, das hat auch eine Genialität. Das ist nicht einfach nur gekritzelt, sondern was man hier, glaube ich, sieht, ist die Geschwindigkeit, mit der er zeichnet. Die Bewegung des Zeichnens ist quasi die Zeichnung. Das war die Futurismus-Assoziation, genau, die ich hatte, dass man eigentlich die Bewegung in den Mittelpunkt stellt, ja, und gar nicht das Motiv an sich. Genau, genau. Und ich glaube auch, da liegen Sie mit Sicherheit richtig in der Tendenz. Und ich würde auch sagen, das ist charakteristisch auch deshalb, weil viele von Kafkas
Zeichnungen sind bewegte Figuren, die sind nicht statisch, die stehen nicht, posieren nicht und wollen abgemalt werden, sondern die sind on the move. Und eben auch, man sieht schnell gezeichnet und lustigerweise oft von rechts nach links die Bewegung. Das Verblüffendste, was aufgetaucht ist, ist ein ganzes Zeichnungsheft, von dem ich vorher noch nie was gehört hatte, von dem man wahrscheinlich auch wirklich erst weiß, seitdem die Banksafes geöffnet worden sind. Aber einiges, wie ich dann Ihrem Buch entnehmen konnte, kannte man aus dem Zeichnungsheft schon, nur eben in anderen Kontexten. Aber was ist der Status dieses Zeichnungsheftes und wie verhält es sich jetzt heute damit? Ja, also hier sehen wir einen Blick in dieses Heft. Das ist die Titelseite, die er später beschrieben hat. Auf der Rückseite gibt es noch ein paar Zeilen, aber sonst ist es wirklich nur mit Zeichnungen versehen. Broth hat das erwähnt gegenüber dem Fischer Verlag, dass er so ein Heft hat. Oder nein, es war sogar gegen Josef Paul Hudin, Entschuldigung, er hat das erwähnt. Aber sonst hatten wir nie eine Spur in der Öffentlichkeit von dem gehabt. Es gibt keine Information darüber. Erst jetzt wissen wir eben, es gibt dieses Heft, ein Notizheft, also quasi eben ein Zeichnungsheft, unliniert, das wirklich von vorne bis hinten, abgesehen eben von diesem Titelblatt, voll gezeichnet ist. Und ich glaube, was man hier sehen kann, ist, dass Kafka wirklich sich konzentriert am Zeichnen gebildet hat, geübt hat. Das Lustige ist auch, dass die Zeichnungen oft von unterschiedlichen Seiten her entstanden sind. Also das Heft muss Kafka gedreht haben, gewendet haben und die einzelnen Seiten sind, wie man es eben hier sieht, eben übersät von kleinen Miniaturzeichnungen, sodass man gar nicht leicht sagen kann, das ist eine Zeichnung, es ist schon ein Ensemble von Zeichnungen. So geht es fast auf all diesen Seiten. Und was man hier noch sieht, das ist etwas, was vielleicht auch Broth dazu bewegt hat, dass er eben die Zeichnung nicht edieren lassen wollte, weil das ist Broths Werk. Er hat aus diesem Heft Zeichnungen ausgeschnitten und das sind dann eben die, die wir kennen, zum Beispiel die hier. Man sieht, die sind relativ grob mit der Schere ausgeschnitten aus diesem Heft heraus, wie wir zeigen können oder wie man zeigen kann. Und das ist auch der Umschlag, in dem diese Zeichnung dann im Archiv oder respektive zuerst im Banksafe, dann im Archiv eben vorgefunden wurden. Er hat die herausgehoben als besonders gut erachtet und die kennen wir eben von den Taschenbuchausgaben im Fischer Verlag. Sie können ja einige der Dinge ganz genau durch die Ausmaße natürlich zuordnen. Das ist das und das hier rausgeschnitten. Bei anderen ist das nicht der Fall. Zumindest ist es nicht dokumentiert. Das heißt, wir wissen nicht, ob all diese Ausrisse aus demselben Zeichnungsheft stammen. Nun hat Broth ja auch immer darüber erzählt, dass Kafka eigentlich mit seinen Zeichnungen gar nicht so viel anfangen konnte, dass er die faktisch von ihm erbeten hat oder teilweise aus dem Papierkorb rausgezogen hat, also gerettet hat. Wäre es denkbar, dass einzelne Dinge, die wir jetzt noch nicht diesem Zeichnungsheft zuordnen können, dass es eventuell noch weitere Zeichnungshefte gegeben hat, die nur nicht bei Broth gelandet sind? Nein, wir wissen mit Sicherheit, dass nicht alles erhalten ist. Wie auch beim Geschriebenen hat Kafka das ein oder andere vernichtet, aber beim Gezeichneten können wir davon ausgehen, dass es noch mehr gibt, das Kafka vernichtet hat. Aber Broth hat schon ganz früh angefangen, eigentlich jeden Schnipsel zu sammeln und das trifft die Zeichnungen genauso wie das Geschriebene. Die Zeichnung, er sagt es ja, dass er eben aus dem Papierkorb versucht hat zu retten oder eigentlich alles, was er in die Finger gekriegt hat, hat er sofort an sich genommen und gesammelt mit Kafkas Einverständnis, weil Kafka hätte es tatsächlich höchstwahrscheinlich vernichtet. Was natürlich auf eine andere Frage führt, inwiefern hat sich Kafka überhaupt als Zeichner verstanden? Ich kann es natürlich selber gar beantworten. Unbedingt. Wenn ich mal eine Frage selber mir stellen darf. ich glaube, der Punkt ist, Kafka hat sich auch als Schriftsteller nicht selbstbewusst gesehen. Also er hätte auch nicht so schnell gesagt, ich bin ein Schriftsteller, obwohl dieses Selbstbewusstsein sich irgendwie doch dann etabliert hat. Aber als Zeichner, es gibt wenige Zeugnisse, eben dieser Brief an Felice, wo er sagt, ich war mal ein großer Zeichner, eben mit diesem ironischen Zwinkern, aber doch die Aussage, es hat mir mehr bedeutet als alles andere, das war schon ehrlich, das war schon klar, dass deutlich wird, er hat sich auch
als Zeichner gesehen und sein Freund Both hat versucht, ihn auch als solchen zu etablieren. Ich glaube schon, dass es gab diese Momente, wo für ihn klar war, es könnte auch in diese Richtung gehen. Aber das Selbstbewusstsein, auch an eine Galerie zu gehen und zu sagen, ich will mal ausstellen, oder er hätte da auch selber nichts unternommen. Both war sowieso von Anfang an sein, wie soll man sagen, sein Agent, sein Manager gewissermaßen und hat fast nichts ausgelassen in dieser frühen Zeit, um Kafka als Zeichner zu etablieren. Ich denke, ein Anzeichen dafür, dass Kafka sich durchaus auch als Zeichner verstand, ist ja der Versuch einer Art von Nachlassverfügung, die er Both hat zukommen lassen, wo ja explizit von seinen Zeichnungen die Rede ist, sogar in sehr herausgehobener Position. Und das wäre ja, da das deutlich später ist als die Hauptaktivität von ihm, eigentlich sinnlos gewesen, wenn er gesagt hätte, naja, das hat ja eh nichts mit mir zu tun. Das fand ich ein verblüffendes Indiz dafür, dass ihm das doch noch auch zum Ende seines Lebens hin noch wichtig gewesen ist, dass es diese Dinge gab, auch wenn es ihm genauso wichtig war wie bei den Manuskripten, dass sie bitte vernichtet werden sollten. Ja, das ist richtig. Im Testament von Kafka heißt es tatsächlich, alles zu vernichten, das Geschriebene und das Gezeichnete. Und da führt er das Gezeichnete gewissermaßen gleichwertig neben dem Geschriebenen an. Und in dem Sinne war ihm bewusst, es ist von ihm Teil des Gemachten, und auch bewusst war ihm natürlich, dass Both das Ganze ja auch an sich genommen hat, dass es bei Both liegt. Nun, vielleicht noch zu dem Testament. Ich weiß nicht, Rainer Stach, wie du es siehst, aber das Testament, würde ich sagen, hat er geschrieben im Wissen, dass Both genau das Gegenteil macht von dem, was er sagt. Deshalb meine ich auch Versuch einer Nachlassregelung. Ja, ja, klar. Mehr war's, glaube ich, nicht. Es ist ja ein gewisses ironisches Testament, weil er wusste genau, Both wird kein Fitzel wegschmeißen, sondern wird sich um alles kümmern. Also das war ihm sicher klar, dass Both dieser Aufforderung nie nachkommen wird. Und ja. Wie verbunden ist die Literatur und die bildende Kunst bei Kafka? Wir haben gesehen, es gibt einige Dinge, wo Wort und Bild ineinander spielen. Sie bilden auch etliche Briefstellen und Notizbuchstellen ab, wo jetzt eher ganz kleine Dinge, manchmal auch nur ornamentaler Art, da ausgeführt sind. Und trotzdem sieht man, dass eine Art von Nachbarschaft zumindest von beiden besteht, dass Kafka auf denselben Blättern mit beiden Formen agiert hat. Gab es für ihn nach Ihrer Einschätzung einen unmittelbaren Bezug oder wurden die beiden Sachen streng getrennt betrachtet? Ah, jetzt weiß ich, warum es immer verzögert. Ich muss hierauf zielen, nicht da hoch. Aber dann war die Echowirkung zumindest erfolgreich. Ja, ja, man lernt. Ja. Ja, also das interessante Phänomen ist tatsächlich, dass wenn man in die frühen Tagebücher schaut, also Anfänge der Tagebücher 1919, dann sieht man, dass das Zeichnen und Schreiben irgendwie noch nebenher geht. Ich würde auch sagen, der Anfang der Tagebücher markiert schon auch den sehr bewussten Übergang zum Schreiben hin. Ich schreibe. Aber interessant ist eben, dass in den ersten Seiten der Tagebücher sich einige Zeichnungen finden. Und dass sogar einige Zeichnungen das Verhältnis zum Schreiben auch so darstellen lassen, dass es fast privilegiert ist, dass man sagen kann, dass dort, wo er mit dem Schreiben nicht weiterkommt, und tatsächlich hat Kafka ziemlich oft auch in dieser frühen Zeit die Schwierigkeiten und die Hemmnisse des Schreibens zum Thema gemacht, da hat er dann gezeichnet. Und das ist hier so ein Beispiel, eben wo er beschreibt, wie schwierig für ihn das Schreiben ist, und dann zeichnet er die Situation, quasi seine Unmöglichkeit, quasi frei zu schreiben. Und was man sieht hier, ist eine Gruppe von japanischen sogenannten Äquilibristen, Gleichgewichtskünstler, die er tatsächlich in Prag auch gesehen hat. Und die nimmt er zum Anlass, um eben zu beschreiben, wie schwierig er sich sieht. Und man sieht hier diese eine Figur, den hier auf dem Rücken liegenden, der eine Leiter stemmt, und oben auf dieser Leiter ist einer dieser Gleichgewichtskünstler, oder wie es damals hieß, Äquilibristen. Und er hat sich im Grunde eben verstanden als einer, der quasi noch Unmöglicheres als das leisten muss, indem er nicht mal eine Wand hat, wo man, oder überhaupt keinen Raum, kein Umfeld, in dem er sich bewegt.
Aber das Zeichnen beschreibt hier eine Situation eigentlich, die das Schreiben ausmacht. Etwas, was er aber nicht ganz genau beschreiben kann, sondern dann eben zeichnet. Und ähnlich ist dieses Beispiel, das ist dieser Brief eben, von dem ich jetzt schon ein paar Mal geredet habe, an Felice Bauer, wo er eine Situation beschreibt, die er geträumt hat, nämlich wie sie eingehängt spaziert sind, also Arm in Arm, und er kann es nicht genau beschreiben und dann sagt er, aber warte, ich zeichne es dir, wie wir eingehängt haben, und zwar nicht so, wie man üblicherweise quasi die Ellbogen einhängt, sondern so, also ganz nah, so waren wir eingehängt. Und dann kommt er, genau hier kommt er die Stelle, wie gefällt dir mein Zeichnen? Du, ich war mal ein großer Zeichner. Also genau an der Stelle, wo er zeichnet. Also hier sieht man das Verhältnis von Zeichnen und Schreiben. Auf eine ganz, das sind natürlich tolle Beispiele genau für diese Frage. Wie steht das nebeneinander? Dass Sie gerade Traum von Kafka ansprechen, die für mich verblüffendste Stelle, die Verbindung von Malen oder Zeichnen und Schreiben in Kafkas Schriften zum Ausdruck bringt, ist die Erzählung Ein Traum aus dem Landarztbuch, wo er ja selbst sich als Josef K. oder wie auch immer Josef K. träumt und kommt auf einen Friedhof und trifft dort auf drei Männer neben einem frisch ausgehobenen Grab. Und der dritte Mann, der nach den beiden auftaucht, wird bezeichnet als Künstler. Mit einem wunderbaren Klischeebild des Künstlers, wo man auch sieht, dass dann doch das Ansehen des Künstlers in der damaligen Zeit nicht so wahnsinnig hoch war. Er war nur mit Hosen und einem schlecht zugeknöpften Hemd bekleidet. Auf dem Kopf hatte er eine Samtkappe. In der Hand hielt er einen gewöhnlichen Bleistift, mit dem er schon beim Näherkommen Figuren in der Luft beschrieb. Und dann wird ein Grabstein aufgestellt und der Mann, der Künstler, fängt an, auf dem Grabstein zu schreiben. Und man kann sich bei Kafka denken, wie das Ganze ausgeht, auch wenn Sie die Geschichte nicht denken. Die Geschichte nicht kennen, er schreibt natürlich den Namen von Josef K. auf diesen Grabstein und Josef K. sinkt in das Grab hinein und dann wacht er auf und ist überglücklich. Aber das Interessante fand ich da, dass ein Zeichner eingeführt wird, der dann anfängt, nicht zu zeichnen, sondern zu schreiben. Das also eine Engführung ist zwischen dem Zeichner und dem Autor. Ja. Bei Kafka tauchen bisweilen Künstler auf, aber das ist für mich die intensivste Stelle, wo die beiden Sachen ineinander gedacht werden und das eben auch wieder im Bild des Traumes. Haben Sie sich für das Buch über beispielsweise die berühmten Prozessstellen, wo es eine Künstlerpersönlichkeit gibt, wo Josef K. dessen Kunst sammelt oder sowas. Ist da schon genug Auswertung geleistet worden in der Analyse dessen, was Kafka über Künstler in seinem Werk untergebracht hat? Man hat das schon auch gesehen und natürlich, klar, Titorelli im Prozess ist natürlich der Maler, den man kennt, und seine Bilder, seine Heidelandschaften, die spielen natürlich auch, man kann sagen, semantisch eine wichtige Rolle für das Prozessgeschehen. Aber flächendeckend ist es nicht geschehen, und es ist tatsächlich so, die Präsenz des Visuellen, wirklich auch von Bilderobjekten, von Gezeichnetem in seinen Texten ist tatsächlich sehr groß, wenn man anfängt, genauer hinzuschauen. Es gibt auch Fotografien, nicht nur Gezeichnetes, was man, glaube ich, dazu rechnen sollte. Also etwa im Amerika-Roman gibt es die Fotografie der Eltern in dem Koffer, die dann verloren gehen, alles geht ja nicht. Bach ab und verschütt. Oder in der Verwandlung gibt es dann die Dame im Pelz im Zimmer und eben die Stelle aus dem Traum, die Sie erwähnen, und auch in den Briefen. Es gibt noch einiges mehr an solchem Material, wo deutlich wird, dass im Übergang von der Kenntnis der Kunst, von Wahrnehmung von Kunst, aufmerksam auf bildende Kunst, auch die Aufmerksamkeit auf das Visuelle im Text eine Rolle spielt. Das Visuelle auch dadurch, dass Kunstwerke beschrieben werden, Bilder beschrieben werden, eine Rolle spielen, wie jetzt eben dieses hier, das Beispiel, das Sie nennen, wo das Zeichnen und das Schreiben dann eng geführt werden. Das ist ein ziemlich komplexes Verhältnis bei Kafka. Vielleicht nur zwei Worte noch dazu, weil bis jetzt hat man es eigentlich in der Regel so verstanden, dass man seine Zeichnungen, die man bis jetzt kannte, also die ungefähr 40, die bekannt waren, ich würde mal sagen, allzu nah an seine Texte dergestalt geführt hat, dass man sie quasi als Illustrationen der Texte verstanden hat und die Zeichnungen immer von den Texten her gelesen hat. Also es gibt ein paar Arbeiten zu den Zeichnungen, also vor diesem Buch.
Und die leiden alle eigentlich unter diesem Missverständnis, dass die Zeichnungen im Grunde von den Texten her zu lesen sind und nicht autonom stehen können und auch nicht diese Eigenständigkeit haben. Und mein Eindringen ist genau das Gegenteil, dass man quasi fast eine Art Privileg des Zeichnerischen sehen kann, das sich nicht durchzieht, das ist nicht homogen, aber dort, wo Zeichnen und Schreiben in Berührung gebracht werden, hat das Visuelle eine fast eine Art privilegierte Situation. Das könnte man auch historisieren, aber ich will jetzt nicht zu lange reden. Also das Illustrative, was man einigen dieser Zeichnungen hat angedeihen lassen, ansprachen, eben die Verwendung als Titelblätter, wir haben einige der Dinge eben gesehen, die wahrscheinlich alle, die noch diese alten Ausgaben der 50er und 60er Jahre haben, noch kennen. Kafka selber, das ist nun denkbar bekannt und auch sehr berühmt, hat ja, als es darum um die Publikation der Verwandlung ging, Kurt Wolf, als er hörte, dass das soll illustriert werden, respektive da soll es eine Titelillustration zu geben, nicht ins Gewissen geredet, aber sagen wir zumindest seiner Skepsis sehr deutlich Ausdruck gegeben, dass man da etwas zu machen könnte. Mhm. Kafka ist unfassbar viel mittlerweile illustriert worden. Man hat immer, finde ich, ein etwas schlechtes Gefühl dabei, weil man einfach die Widerstände des Autors selbst darum weiß. Aber wäre nicht jemand, der selber ein gewisses Faszinosum fürs Zeichnen hat, wäre der nicht gerade verlockt gewesen, so etwas vielleicht doch in der Kombination zu sehen, oder war nur für ihn das Eindringen von einem fremden Blick in sein Werk so unvorstellbar? Ja, also diese Geschichte mit der Illustration zur Verwandlung ist schon sehr symptomatisch, auch für, man kann sagen, als Antwort auf ein vorschnelles, harmonisches Verständnis, wie Zeichnen und Schreiben sich verhalten. Für Kafka war das eine massive Konkurrenz. Und vor allem wäre es dann eine Konkurrenz gewesen, wenn das Zeichnen oder die Illustration jetzt tatsächlich sehr explizit wäre, indem nämlich das Insekt gezeichnet wird. Und deshalb schreibt er ja an Kurt Wolf, alles nur nicht das Insekt, nicht das Insekt. Man kann es, das kann nicht gezeigt werden. Und er gibt dann aber interessanterweise eine ziemlich genaue Anleitung, wie diese Illustration, wenn sie denn sein muss, und das war für expressionistische Bücher sehr modisch damals, dann so, nämlich eben diese Tür ins Zimmer. Ich habe das, glaube ich, jetzt gar nicht dabei, leider, aber viele kennen vielleicht dieses Umschlagsbild der Verwandlung, sehr berühmt. Man muss noch hinzufügen, dass warum er Kurt Wolf da schon so angeschrieben hat, war, weil er kurz zuvor eine negative Erfahrung gemacht hat mit Illustrationen mit dem Heizer. Also sein zweites Büchlein, das auch bei Kurt Wolf rauskam. Man muss sich vorstellen, er kriegt die Belegexemplare nach Hause geschickt, macht das Büchlein auf, der Heizer, und fällt vom Stuhl, weil er findet eine Zeichnung, ein Bild, das unterschrieben ist im Hafen von New York, vor als quasi Illustration dieser Szene, dass eben am Anfang diese Einfahrt in den Hafen von New York beschrieben wird von Karl Rossmann. Und Kafka war nicht gefasst darauf. Das Bild ist auch für ihn altmodisch. Es beschreibt nicht das moderne New York. Und er reagiert ultra höflich. Er schreibt einen ganz netten Brief an Kurt Wolf. Und wenn man ihn übersetzt, ist er aber entsetzt. Er schreibt, ja, musste denn das sein, aber irgendwie passt vielleicht auch und ja, nach längerem Betrachten gefällt es mir sogar, aber eigentlich wollte er sagen, geht es eigentlich noch, dass ich hier so eine Illustration vorne reingeklebt hat. Und Kurt Wolf hat ihn dann erklärt, der Lektor, nämlich Franz Werfel, fand das ganz gut und er hätte am liebsten das ganze Heft noch mit viel mehr solchen Illustrationen versehen. Und es war halt tatsächlich Mode im Expressionismus, also Mode ist vielleicht ein blöder Ausdruck, es war Teil der Buchkunst, die auch spannend ist im Rückblick, dass die Bücher, gerade diese Kurztexte, die hatten alle Illustrationen. Ottomar Starke war ein Künstler, der für Kurt Wolf vieles illustriert hat, viele Buchumschläge auch von Karl Sternheim und vielen anderen hergestellt hat. Und deshalb ist das auch dann das Produkt, das bei der Verwandlung rauskam.
Dieses Buch ist auch insofern geradezu herzensgut, weil darin nicht nur die ominöse Zeichnung, die Kafka im Heizer verstört hat, wiedergegeben wird, sondern viel schöner, zwei, drei Seiten später, kommt eine Abbildung, die es damals auch schon gab und die perfekt zu Kafkas Text gepasst hätte. Also in gewisser Weise wird hier ein wunderbarer Vorwurf gegen Kurt Wolf und Werfel gefahren. Ihr hättet doch passende Bilder gehabt. Genau. Also das hat mir von der Ironie her exzellent gefallen. Die Schwierigkeit, Kafka zu bebildern, ist natürlich jedem, der Kafkas Texte kennt, völlig klar. Für mich verblüffend, darum hatte ich auch diese Version vom Landarzt hier mitgenommen. Das ist eine illustrierte Ausgabe, die Kat Menschik vor ein paar Jahren gemacht hat. Und sie hat sich an etwas gewagt, was nun doch, glaube ich, vorher kaum jemand jemals versucht hatte oder gewagt hat, nämlich das Odradek zu zeichnen. Ja, ja. Und das sieht so aus, das müssen Sie sich nicht groß merken, denn als ich vor ein paar Wochen mit Kat Menschik zusammensaß, sagte sie, das Einzige, was an ihrer illustrierten Buchreihe ihr nicht mehr gefiele, sei diese Zeichnung. Denn sie wisse mittlerweile, das sei Hybris gewesen. Das hätte man nicht versuchen dürfen, das zu machen. Das fand ich schön, dass letztlich Künstler natürlich auch irgendwann merken, dass man kann auch zu weit gehen im Umgang mit Bebilderung, was Kafka angeht. Und all die verschiedenen, und da rede ich jetzt gegen meine eigenen Interessen, Comic-Adaptionen von Kafka-Texten oder sowas, sind für mich meistens ein Albtraum, muss ich leider Gottes sagen. Mhm. Nun hat Kafka auch sehr systematisch Kunststudien betrieben. Also er war ein eifriger Museumsgänger und Sie hatten eben schon mal ganz kurz im Durchlaufen eine Skizze gezeigt, die, wie man glaubt, genau, auf den Borghesischen Fechter abstellt. Ja. Wie verhält es sich da? Kann man da einige Spuren in Kafkas Zeichnungen über das da hinaus noch finden, wo Einflüsse aus der Kunstgeschichte auf ihn gewirkt haben? Denn ansonsten wirkt das ja alles sehr originell und sehr modern für die damalige Zeit, nicht traditionell. Ja, ich bin da noch nicht mal so hundertprozentig sicher, dass es tatsächlich hier der Borghesische Fechter ist. Aber das Interessante ist, also erstmal, Kafka war wirklich ein sehr aufmerksamer Ausstellungs- und Museumsbesucher. In Prag hat er manche Ausstellungen gesehen. Emil Orlik, die berühmte Ausstellung. Er hat auch natürlich dann Kubin gesehen und die Gruppe der Acht hat er gesehen. Und es gab verschiedene Ausstellungsorte. Das Rudolfino in Prag war ein bekannter Ort, wo große Ausstellungen gemacht wurden, auch von dem böhmischen Künstlerverein, dem deutschen Künstlerverein. Und dann quasi öffnete sich die Perspektive mit diesen Bildungsreisen eben über die Schweiz, Italien, wo er den Mailänder Dom gesehen hat und dann insbesondere eben Paris, Besuch im Louvre. Da gibt es auch eine ganze Liste von Werken und von Künstlern, die er gesehen hat, die er zu einem ziemlich witzigen Projekt dann eigentlich hergestellt hat. Er wollte nämlich einen Reiseführer zusammen mit Max Brod schreiben, der hieß Billig, wo es darum gehen sollte, wie kann man günstig Ferien machen, Urlaub machen, auch so Städtereisen. Und dazu gehört eben auch der Besuch von Museen. Ein Besuch im Museum kostete nicht viel oder teilweise free. Und deshalb gehörte das eben auch ganz entschieden dazu. Und diesem Reiseführerprojekt Billig verdanken wir eben eine ganze Liste von Bildern, die er im Louvre gesehen hat. Er war nicht nur einmal da. Und der Borghesische Fechter, den beschreibt er dann auch im Tagebuch ziemlich ausführlich und lustigerweise nicht nur von vorne, sondern auch von hinten. Das ist im Buch dann drin und das zeigt das eben auch diese Rückenansicht und man sieht hier diese Fechterfiguren auch aus unterschiedlichen Perspektiven. Ich würde nicht so weit gehen und sagen, da steht der Borghesische Fechter dahinter. Aber der Ausfallschritt ist schon gut. Der Ausfallschritt ist sehr ähnlich und auch eben der Umstand, dass er ihn von mehreren Sichtweisen zeigt. Also nicht nur eben die Vordersicht, sondern Seitensicht und das sieht man jetzt tatsächlich auch. Das ist aus dem Zeichnungsheft hier, die oberen, und das ist das, was Brod rausgeschnitten hatte und publiziert hatte. Also da kann man schon sehen, es gibt diesen Zusammenhang, den das Zeichnungsheft bietet, in dem offensichtlich eben dasselbe Motiv, ein Fechter aus unterschiedlichen Perspektiven gezeichnet, und Brod schneidet dann eine ab, die er für die beste hält und publiziert die dann. Doch da ist es so unglaublich verführerisch, den Schriftsteller ranzuziehen, denn in der Erzählung Elf Söhne wird der zweite so eingeleitet. Der zweite ist schön, schlank, wohlgebaut,
es entzückt, ihn in Fechterstellung zu sehen. Ja. Wo man dann doch wieder merkt, wie bestimmte Impressionen, ich meine, das bezieht sich nun sicher auf den borgesischen Fechter, weil man die entsprechenden Stellen aus den Notizen von Kafka kennt, wie das dann doch sich durch die verschiedenen Medien, in denen er tätig war, dann hindurchzieht. Kafka kam nun später nach Berlin und Sie sprachen schon an, Paris war sehr prägend vor dem Ersten Weltkrieg. Das war damals und eigentlich auch noch danach die Welthauptstadt der Kunst. Zwei Dinge fand ich interessant. Man hat ja nicht das Gefühl, dass Kafka sich für die Gegenwartskunst der Zeit, als er in Paris war, interessiert hat. Wir reden da immerhin über den Moment, als der Kubismus entstand. Ja. Braque und Picasso machten Furore, ein paar andere waren auch schon da. Das wären Kreise gewesen, in denen er sich ja auch hätte bewegen können. Es gab eine große deutsche Künstlergemeinde. Ich kenne jetzt nicht um die tschechischen Künstler in Paris, aber ich wette, es werden auch welche da gewesen sein. Und was mir auch auffiel, ist, aus der Berliner Zeit ist für mich, soweit ich mich erinnere, kein großes Interesse an bildender Kunst oder Kontakt zu bildenden Künstlern dokumentiert. Hat sich da was abgeschliffen in seinem Leben an Interessen? Und wie kommt es, dass er sich in Paris vor allem für die klassischen Dinge interessiert hat? Mhm. Louvre ist nicht das, was die Kunsthauptstadt Paris ausmacht in der damaligen Zeit. Ja, also ich meine, man muss sagen, man müsste dazu natürlich noch Wien dazu nehmen. In Wien war natürlich auch. Die Kunsthauptstädte hat er in dem Sinne anders bereist und gesehen als vielleicht das, was die Szene ihm in Prag oder von Prag aus dann persönlich bekannt wurde. Und ich glaube, also es ist eine gute Beobachtung, dass er durchaus nicht nur auf der Höhe der Kunst war, also die zeitgenössische Kunst wahrgenommen hat, sondern die klassische Kunst eben auch kannte, auch die des 19. Jahrhunderts. Thoma hat er auch ein Bild aufgehängt in seinem Zimmer, in seinem Arbeitszimmer. Das wird an einigen Stellen von Brod beschrieben. Aber eben auch antike Kunst. Also das quasi die Kunstgeschichte, wie sie vorliegt, die hat ihm, die war ihm bewusst, auch übrigens durch Besuch von kunsthistorischen Veranstaltungen an der Universität. Er hat ja auch ein Semester durchaus auch Kunst studiert, hat dann in der Lese- und Redehalle der studentischen Gruppierung quasi auch neben dem Curriculum auch sich noch intensiver mit Kunst beschäftigt, war sogar Referent für Kunst ein Semester lang. Also das zeigt, er hat sich mit Kunstgeschichte sehr aktiv beschäftigt, aber zugleich eben schon auch Gegenwartskunst wahrgenommen. Ich würde aber sagen, da war schon hauptsächlich der Standort Prag für ihn gegeben, mit eben Kontakten außerhalb von Prag, eben zum Beispiel Kubin, aber auch Friedrich Feigl, der ja dann schon in Berlin war und mit dem er auch korrespondierte, indem er zum Beispiel auch ein Bild von ihm erwerben wollte und hatte am Schluss dann sogar zwei. Also auch als Geschenk wollte er ein Bild von ihm dann haben, erwerben. Er war dann quasi mit der lebenden, also aktuellen, gegenwärtigen Künstlerszene schon auch bekannt. Und einige von denen würde ich schon auch zur Avantgarde rechnen, die denn zum Beispiel gerade den Kubismus aufgenommen haben. Und das gilt insbesondere für diese Gruppe der Acht. Das waren wirklich, die haben sich ganz klar an der Gegenwart orientiert, an dem, was aktuell passiert. Und Kubismus war da sicher Teil, Expressionismus. Nicht alle waren gleich nah an der Avantgarde in dieser Gruppe der Acht. Ich würde sagen, der Willy Nowak war eher noch etwas traditioneller, während gerade Ottokar Kubin, der war natürlich wirklich sehr nah am Kubismus. Und das hat Kafka schon auch wahrgenommen. Man könnte noch den Dadaismus ins Spiel bringen. Also Teil der Avantgarde-Bewegung war ihm durchaus bekannt. Was immer wieder gern angeführt wird, wenn über Kafkas Zeichnungen, soweit sie bislang bekannt gewesen sind, gesprochen wurde, war eine gewisse Nähe zu Paul Klee. Natürlich auch im, ich sage es jetzt sehr despektierlich, im an der Kritzelzeichnung orientierten, was natürlich irre originell ist, wie er es macht und wie er das dann zu autonomer Kunst erhebt. Nun haben wir hier schon einige Bilder gesehen und Sie werden sich an etliche davon erinnern. Kann man sagen, da gibt es einen spezifischen Kafka-Stil oder ist es doch jemand, der einfach in ganz vielen Bereichen tätig war. Wir sehen ja, wie er da agiert hat. Faszinierend ist auch beispielsweise bei dem, was Sie gerade hatten aus dem dem Zeichnungsbuch, dass beispielsweise dieses Motiv des Mannes vor dem Fenster mit den Vorhängen, das taucht zwei oder drei Mal in seinen Zeichnungen auf. Mhm. Keine Ahnung, ob es eine realistische Situation, vielleicht im eigenen Zimmer oder sowas dokumentiert, aber die Vorhänge sind da einfach ein ganz deutliches Zeichen und immer steht ein Mann davor. Mhm. Er hat sich erkennbar an Motiven versucht, absolut, aber hat er so etwas wie einen eigenen Stil
entwickelt oder überhaupt versucht, etwas in dieser Art zu entwickeln. Mhm. Ja, vielleicht gehe ich jetzt zu denen, also das könnte ich auch anführen, aber das hat man schon gekannt, wenn auch verstümmelt. Aber das hier ist ein unbekanntes bis jetzt Blatt, das ich würde sagen, das ist eigentlich fast mein Lieblingsblatt. Das heißt Übermut des Reichtums. Und ja, zeigt, glaube ich, eben, wenn Sie fragen nach einem Charakteristischen, glaube ich, hier durchaus etwas, was man charakteristisch sagen, ist charakteristisch beschreiben kann, nämlich dieses erstmal in keiner Weise so etwas wie real oder realistisch zeichnen oder naturalistisch gar, sondern das ist eher traumhaft. Und man könnte vielleicht sehr vorsichtig eher sagen, surreal, es ist eher traumhaft. Die Figuren sind sehr stark überzeichnet, etwa, ja, wenn man diesen, ich kann es ja hier zeigen, diese Dienerfigur sich anschaut, da gibt es noch einen zweiten, der hier auch ins Bild reinläuft und beide tragen eine große Tablette, auf denen so etwas wie ein überdimensionierter Fasan oder sowas drauf ist, also so ein paradiesvogelartiges ja, natürlich dann serviert wird diesen beiden Damen, die hier an diesem gedeckten Tisch sitzen oder Tisch und dann noch auf dieser Empore das Orchester, das spielt, hier ein Leuchter. Für mich ist es auch der Übermut des Zeichnens. Nicht, also der Übermut des Reichtums ist, Reichtum geht in das Zeichnen hinein. Es ist, geht nicht um letztlich sozialkritisches ja, Darstellung von Reichtum in dem Sinn, wie leben Reiche, sondern man kann sich austoben im Zeichnen hier. Und da würde ich sagen, das ist ziemlich charakteristisch, auch diese fast schon grotesken Körperfiguren, diese, man könnte fast sagen, deformierten Körper im Grunde, aber sie sind grotesk, sie haben das aber auch das Witzige, das Karikatureske, also man schmunzelt eigentlich hier, das hat auch was eben tatsächlich Übermütiges, fast Fröhliches, diese Zeichnung. Was ich an dem Blatt auch unglaublich faszinierend finde, einmal, was Sie gerade ansprachen mit dieser Dienerfigur, mit dieser unglaublichen Physiognomie. Mhm. Wenn man nicht wüsste, dass er es nicht gekannt haben könnte, hätte ich gesagt, davon muss Max Ernst eigentlich gelernt haben, als er vor allem seinen berühmten Hausengel malte, dieses wild wie tanzende, stampfende Vogelwesen. Und Vogelwesen ist ja etwas, Sie sagen zwei Damen, ja, aber die rechte zumindest, würde man sagen, die hat Federbeine, alles das, was die da verspeisen und angeliefert bekommen, ja, das repräsentieren sie eigentlich auch wiederum selbst. Also es ist wirklich etwas sehr, sehr traumartig, Surrealistisches in diesen Motiven drin. Mhm. Gibt es zu bestimmten Bildmotiven, dann wieder im Tagebuch oder in der Prosa, die wir von Kafka kennen, irgendwelche Parallelen? Denn das hier ist für mich so erzählungsstark in dem, was diese Komposition liefert, dass ich mir eigentlich kaum vorstellen kann, dass man sich damit zufrieden geben kann, es einfach nur zu skizzieren, wenn man so getrieben von den eigenen Visionen ist, wie Kafka es nun war. Ja, das ist eine gute Frage. Eben diese Parallelen wurden bisher, wenn man über die Zeichnung sich eben ausgelassen hat, wurden sehr stark betont. Und da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Also es gibt in den Tagebüchern und in den Briefen gibt es doch Szenen, die er dann zuerst beschreibt und dann zeichnet. Und wo man merkt, das Zeichnen ist im Grunde da, um das Schreiben zu unterstreichen, zu ergänzen. Und vielleicht sogar ihm eben voraus zu sein, etwas in deiner zeichnerischen Sprache aufs Papier zu bringen, was das Schreiben nicht tun kann. Dort gibt es eine Art Dialog, den ich hier nicht unbedingt als Parallele bezeichnen würde, aber es ist ein Bezogensein aufeinander, dass das eine beschreibt oder bezeichnet dann das andere. Brod hat interessanterweise in seinem kurzen Text über Kafka als Zeichner von 1948, den wir jetzt noch gar nicht so angesprochen haben, von einer Doppelbegabung besprochen. Brod hat gesagt, also da kann einer wirklich beides. Diese Passage von Brod, diese Deutung von Kafkas Zeichnung, die wurde bisher eigentlich wenig beachtet, aber das ist natürlich eine starke These, die Brod dort geäußert hat, die natürlich auch vor dem Hintergrund dessen zu sehen ist, dass er ihn auch als Zeichner sehr ernst genommen hat und fördern wollte. Die Doppelbegabung ist nun auf einer anderen Ebene angesiedelt, also jetzt quasi die
beiden Medien nebeneinander zu halten. Aber es zeigt, ich glaube, nicht falsch von Brod, dass er auf beiden Medien wirklich sich ausdrücken konnte und wollte und das auch tat. Eine Frage noch zur Technik. Wir haben jetzt hier eine Bleistiftzeichnung. Mhm. Wir hatten eben auch schon Tuschezeichnungen. Gibt es da eine irgendwie erkennbare Tendenz, was er verwendet? Mhm. Ich meine, vieles, das führen Sie wunderbar aus, ist aufgrund von Bleistiftzeichnungen dann getuscht. Ja. Man merkt, im Zeichnungsheft wird auch sehr viel mit Tusche gearbeitet. Aber die frühen Zeichnungen sind fast alle reine Bleistiftskizzen oder eben autonome Zeichnungen. Ist da so etwas wie eine Entwicklung festzustellen oder eine spezifische Intention bei der Wahl der Zeichnungsmedien? Sehr schwer zu sagen. Also ich glaube, man kann schon sagen, dass er am Anfang hauptsächlich Bleistift verwendet hat und dann zunehmend auch Tusche eingesetzt hat. Aber das konnte auch in die andere Richtung hin und her gehen. Man muss sich vorstellen, dass auch beim Schreiben beide Werkzeuge verwendet wurde, also Tinte und Bleistift. Und dass er natürlich, wenn er die Feder hatte, es gibt sogar eine Zeichnung, wo er die Feder zeichnet, was eigentlich interessant ist. Schön, das ist so ein selbstreferenzielles Moment. Also die Feder, mit der er schreibt, die zeichnet er. Da zeigt sich, glaube ich, auch an den Trägern und an dem Schreibmaterial, dass für ihn die Nähe zu beiden gegeben ist. Er ist nicht ins Atelier gegangen und hat dann die Pinsel genommen oder dann die Blätter, Aquarelle gemacht, sondern er war am selben Schreibtisch. Das ist quasi Nachbarschaft, unmittelbare Nachbarschaft. Und hier sehen wir natürlich klar dann die Tusche. Das ist übrigens ein interessantes Blatt. Bittsteller und vornehmer Gönner heißt es. Weil Brod das publiziert hat, aber er hat diesen Brustaufsatz hier, oder es ist gar nicht so leicht, das zu deuten, abgedeckt. Und dachte wohl, ja, die Zeichnung, das stört irgendwie dieses Element, was soll das da, das macht keinen Sinn. Oder ich weiß nicht, was Brod dazu gebracht hat, das abzudecken und das so zu publizieren. Und ja, es ist nicht eindeutig. Es ist eine Kippfigur. Das ist natürlich irgendwie ein Hut, aber man hat es natürlich bisher eben so wahrgenommen, das ist so eine stark ausgewölbte Brust und da ist natürlich der Kopf und hier ist der Hut drauf. Aber wenn man das so sieht, kann es auch ein Hut sein, der in der Hand ist und hier ist der Kopf. Mhm. Also das heißt, die Zeichnung ist dann ganz anders und zu lesen, und das zeigt auch, vielleicht nochmal eine Antwort auf die Frage, Nähe zu den dichterischen Verfahren. Ja, also bei sowas kann man das schon sehen. Also dieses Kippmoment, diese Uneindeutigkeit, es geht nicht darum, etwas Reales zu beschreiben, sondern und real darzustellen, sondern die Sprache ist komplexer, eben vieldeutig, mehrdeutig, voller Kippfiguren, voller parabolischen Elementen. Und man kann hier noch viel dazu sagen. Also für mich auch ein ganz tolles Blatt. Ja, was mich daran vor allem auch begeistert, man weiß ja nicht genau, wann sie entstanden sind, aber man vermutet doch sehr stark, ist auch aus der Studienzeit, also irgendwo Beginn des 20. Mhm. Jahrhunderts. Und wenn man dann wieder, wie es mir natürlich sofort naheliegt, wieder Vergleiche zu den damals existierenden Comicstrips, die Kafka nicht gekannt haben kann, weil sie nicht in Europa vertrieben wurden zur damaligen Zeit, zieht, ist es einfach, man merkt eine bestimmte Zeitstimmung mit dieser Streckung der Figuren, mit diesen überbordenden Physiognomien, dem starken Kontrast zwischen kleinen, dicken und großen, langen, aufgeschossenen Figuren. Mhm. Das finde ich verblüffend, wie zur selben Zeit ein ähnliches karikatureskes Comic Schaffen entsteht. Andererseits war Kafka, das wissen wir ja nun aus seinen eigenen Aufzeichnungen, jemand, der beispielsweise Wilhelm Busch auch geschätzt hat. Mhm. Aber das sieht natürlich noch überhaupt nichts in dieser Art aus. Also da gibt es dann wieder keinen Versuch seinerseits, irgendjemand, den er sehr bewundert hat, nachzumachen. Ja, also wie gesagt, Nähen würde ich dann eher sehen bei einerseits Max Horb, der dieses Karikatureske eben auch sehr stark hatte, und Alfred Kubin, dessen Körper, diese Figürchen, die sind auch sehr grotesk, sehr verzerrte Figuren. Und ich meine, die direkte Bekanntschaft zu Kubin ist zwar ein bisschen später, die ist erst 1910, 11, dann geht das so richtig los. Und also ich wäre vorsichtig zu sagen, Kubin ist hier zu sehen, aber Kubin hat schon 1902 eine sehr berühmte Mappe präsentiert, die
Faksimiledrucke hieß und von Brod rezensiert wurde, hell begeistert. Und das hat Kafka sicher auch mitbekommen. Also bevor er Kubin persönlich kannte, hat er Kubins Zeichnungen gekannt. Und ich sehe da schon eine, gerade in dieser Art und Weise, wo das Zeichnen ins Karikatureske oder in Groteske übergeht, eine doch erkennbare Nähe zu Kubin. Aber das ist sicher auch debattierbar. Also ich würde nicht so weit gehen und sagen, naja, das sind die Einflüsse, hier ist Kubin, hier ist Horb und da kann man Kafka auflösen. So weit würde ich ja in keinem Fall gehen, aber wenn, dann sind dort die Berührungen. Klee wurde, den haben Sie ja gerade angesprochen, wurde ja durchaus früh ins Spiel gebracht, auch durch Friedrich Feigl. Ist schwer zu sagen, was Kafka kannte und wie diese Bekanntschaft belegbar ist. Möglich ist es. Die letzte Frage wird eine biografische. Die einzige Zeichnung im sozusagen Zeichnungskatalog, den wir hier haben, die nicht von Kafka ist, wenn wir jetzt mal von der Frage der Zuschreibung an Max Horb der einen Sache da absehen, ist eine Zeichnung von Ottla, die ihren Bruder Franz Kafka gezeichnet hat, wie er im Liegestuhl sitzt mit einer Schirmmütze, wunderbar erläutert. Trotzdem hat es mich ein bisschen überrascht, dass sie aufgenommen wurde, denn es ist natürlich nicht Franz Kafka. Aber es hat mich natürlich darüber nachdenken lassen, wissen wir etwas, wie in der Familie gezeichnet, ob in der Familie und wie in der Familie gezeichnet wurde? Denn schlecht ist das, was Ottla da gemacht hat, weiß Gott nicht. Wir wissen da wenig oder respektive ich weiß wenig. Ich weiß nicht, ob du noch da mehr weißt, Rainer, aber es ist sicher nicht so, dass Kafka da im großen Austausch mit seinen Geschwistern war, was das Zeichen betrifft. Sein Austausch war auf jeden Fall über Brod. Brod war der Pusher, aber nicht nur Brod, das muss ich vielleicht noch hinzufügen, sondern vor Brod war es ein Klassenkamerad im Gymnasium, nämlich Oskar Pollack, mit dem er sehr befreundet war. Es war quasi sein erster großer Freund, enger Freund, und der noch viel entschiedener Richtung Kunst ging und der ihn überhaupt erst zur Kunst gebracht hat. Und nicht nur Pollack, es waren auch andere Klassenkameraden. Man kann sich diese Klasse von Kafka, die Gymnasialklasse, eigentlich fast so vorstellen, dass ich würde sagen, ein Drittel dieser Schüler waren massiv an Kunst interessiert und einige wenige haben auch dann beruflich sich in Kunstgeschichte und Kunst entwickelt, auch Kunstphilosophie. Und das war schon, also bevor er mit Brod so eng mit Kunst sich auseinandergesetzt war, war sogar schon eben, also im Studium war in der Gymnasialklasse die Kunst ganz großes Thema. Und also ich würde sagen, alles vor der Familie und neben der Familie. Ich glaube, die Familie spielt da nicht so eine große Rolle. Ich sage das jetzt unter dem Vorbehalt, dass ich mich vielleicht im einen oder anderen Fall täuschen könnte, aber mir ist nichts bekannt, dass da intensiv gezeichnet wurde oder mit ähnlichem Elan gezeichnet wurde oder auch sich nur mit Kunst beschäftigt wurde, wie das eben Kafka getan hat, im Auseinandersetzen oder in der Freundschaft, eben in der Schule und dann im Studium mit Brod, vorher mit Oskar Pollack und anderen. Sie haben vielleicht gemerkt, so wie es vielleicht überraschend ist für die meisten von uns, dass Kafka offensichtlich sehr dazu neigte, von rechts nach links zu zeichnen, so haben wir uns chronologisch vom Ende der ganzen Geschichte zum ganz Anfang, zur Familie zurückbewegt. Man muss immer ein bisschen gegen die Erwartungen verstoßen. Überhaupt nicht gegen die Erwartungen verstößt dieses Buch, was unfassbar schön geworden ist. Die Reproduktionen sind großartig. Das, was Sie heute hier von uns gehört haben, das ist natürlich noch viel reichhaltiger hier drin ausgebreitet in den Texten. Also eine beglückende Lektüre in jeder Beziehung, weshalb ich mich nur noch mal sehr bedanken kann, dass Sie hier sind und dieses Buch gemacht haben, Herr Kilcher. Ihnen noch einen schönen Tag. Vielen Dank, Herr Platter.